Wieso eine weitere Frage? Real Farming, alles 19 zu erhältlich. Ami, was machst denn du hier? Ich war gerade am... Hey, ich hab mich so erschrocken, ne? Oh. Wieso denn? Ja, die Achse ist jetzt wohl hin, ne? Wieso? Ist doch gar nichts passiert. Ist jetzt noch unser Träger auch... unser LKW auch. Ey, ich komm hier an, ne? Der britzt hier volle Lotte raus. Ausbritzen, ich stehe doch noch hier, ich bin doch gar nicht rausgefahren. Ja, aber eben noch mal haben sie jetzt nur wieder zurückgestellt. Ja, jetzt sagen Sie jetzt. Das habe ich aber auch gesehen eben gerade. Ja, alle gegen mich verschworen. Alter. Was ist denn hier passiert? Ja, ich sag nochmal so, ich komm von da oben an und der britzt hier voller Leute raus, ey. Ja, aber guck mal hier, alles dreh ich auf der Straße. Ich konnte nicht bremsen. Ich kann auch nicht mehr bremsen. Ich weiß nicht, wer hier so einen Dreck gemacht hat. Spuren, also dafür muss ich keine Polizei sein. Spuren gehen direkt vom... Ja. Jäger, das mag ja sein. Jäger, ich bin ein bisschen später. Ja, aber das sehe auch ich mir, wenn ich mir die Straßen angucke, die Spuren kommen von Xerion. Herr Jäger? Ich war die ganze Zeit auf der Straße. Ich kann Jäger. Gar nicht so viel Dreck an den Reifen gehabt haben. Als ich hierher kam, habe ich gesehen, wie der Volker nochmal reingefahren ist. Ich konnte nicht bremsen. Und zurückgefahren ist. Ja. Sag doch keiner was anderes. Aber ich konnte nicht bremsen, weil da so viel Dreck auf der Straße war. Ja, komischerweise kommt der Dreck, aber geht der Dreck genau zu Ihren Reifen? Ich komme von Feldkirchen, ich fahre doch nicht über den Acker von Feldkirchen. Ich habe hier gerade Ware abgeliefert. Ja, aber wenn ich mir mal Ihre Reifen angucke, die sind auch nicht gerade sauber, ne? Es ist ja auch kein Luxuswagen hier, oder? Das ist ein Feld, ist ein Traktor. Ja, man hat seine Fahrzeuge. Ja, gucken Sie mal den LKW an. Der ist aber nicht so dreckig wie der Xerion. Ist ja wurscht, gucken Sie mal die Reifen vom LKW an. Ich glaube, der Charlie freut sich gleich. Der macht schon Profit. Der macht jetzt Profit. Also es geht ja nicht darum, dass ich sage, dass ich keine Schuld habe. Aber trotzdem, hier konnte ich auch nicht bremsen. Jetzt ist die Frage. Es gibt in letzter Zeit ziemlich viele Einbrüche, Unfälle und so weiter. Nicht, dass das alles unter einer Decke hängt. Wenn nicht, dass hier noch einer sabotiert. Ich denke nur mal dran, dass mein Stroh damals geklaut wurde und ich keinen Schadensersatz gekriegt habe. Ist das jetzt ein Motiv? Ja. Das ist jetzt die Frage. Was ist das für ein Motiv, wenn mein eigenes Stroh geklaut wird? Unterschied. Nee, gerade deswegen, weil sie keinen Schadensersatz gekriegt haben, dass sie sich jetzt rächen wollen. Das würde erklären, warum der Wagen von Herrn Neumann so aussieht, den ich da hinten auf der Ladefläche habe. Was für ein Wagen? Und jetzt mein LKW. Mein LKW. Ah. Hä? Was für ein Wagen? Schauen Sie doch da hinten. Geht so ruhig mal schauen. Da hinten auf der Ladefläche, bei dem MAN da. Das pinke Teil müsste Ihnen bekannt vorkommen. Ich kann da mal kurz wieder die Testbatterie anschließen, um mal zu gucken, was mit den Leuchten passiert ist. Also. Ist denn das Auto eigentlich an? Wieso ist die Front kaputt? Ja, weiß auch nicht. Ja, ich glaube, die Testbatterie ist kaputt. Die springt dauernd an. Aber das sieht doch schick aus. Coole Farbe. Lustig. Lustig. Gibt's den so zu kaufen? Nee. Den kannst du kaufen. Was kostet denn der? Also darauf hätte ich Bock. Dadurch, dass er. Also, ich weiß ja nicht, ob das nochmal. Den kannst du so kaufen. Ich weiß nicht, ja, aber sich das überhaupt noch lohnt. Die können sie kaufen, ja. Das ist auch ein wirtschaftlicher Totalschaden, ey. Ohne Batterie. Und eingeschlagener Fensterscheibe. Und aufgebrochener Motorhaube. Also das Modell gibt es nicht zu kaufen. Jäger, kommst du mit? Aber dafür gibt es ein anderes ziviles Fahrzeug. Der ist mir ja hier in eine Achse reingefahren. Und auch ohne Blinklicht. Ja. Würde halt ohne Steuern und Einkommen 114.000 alleine schon kosten. Okay. In der Farbe. Läuft doch alles rund, ich weiß gar nicht, was die haben. Ah, aber dann würde ich dir raten, läuft doch alles. Fahren.
Also wenn du langsam fährst, fängt es nicht an zu so großartig auszuschlagen. Also wenn sie mich fragen, dann stimmt hier irgendwas nicht. Dann muss hier irgendeiner sabotieren. Mega. Also es könnte nicht zufällig sein, dass der Herr Luke Müller wieder im Lande ist oder so, ne? Das heißt, ich habe den noch nicht hier gesehen, seit er verschwunden ist. Der, er ist ja immer noch, er ist ja nicht, könnte ja sein, dass er sich nachts nochmal hier reingeschlichen hat und sabotiert hat. Die Theorie habe ich ja, aber dafür habe ich noch keine Beweise. Ja? Gib ihn mal kurz meine Schlüssel, ich nehme mal den LKW schon mal zum Händler. Ja. Ich glaube, der Charlie wartet. Wollen Sie mir dann so lange hier den Schlüssel von Ihrem Pickup geben, damit ich damit... Habe ich doch gerade gegeben, Mensch. Ach so. Marlon, ich fahre dann auch direkt hinterher, ne? Ja. Ja, dann sollte ich vielleicht Platz machen. Gehen gehe ich auch. Vielleicht schicken die mir ja die Rechnung. Ach, warte mal, ich könnte mal hier gucken, was der LKW hier macht. Oder ich stelle den Traktor hier ab. Ich stelle den Traktor hier ab, nehme den LKW und fahre damit in den Wald, dann kann ich da nämlich wieder ein bisschen weiterarbeiten. Drin? Krass. Diesmal gucken wir mal lieber, ob da was kommt. Bin mal gespannt, ob ich hier was bezahlen muss dann. Jäger, ja. Hallo. Geht uns mein LKW auch auf Carunas Liste, also Kosten? Oder muss ich das erstmal bezahlen? Ich weiß gerade nicht, was Sie meinen. Mein LKW, gerade Unfall. Ja. Ja, muss ich das jetzt erstmal zahlen? Man muss das keiner zahlen. Es muss erstmal geklärt werden, wer den Unfall gebaut hat. Dann wird das erst. Du musst ja nicht erst zahlen. So, Krüger. Bitte schön. Ich verstehe jetzt auch echt nicht, was hier in letzter Zeit los ist. Ich muss mal schnell noch was gucken. Muss mal ganz schnell was gucken. Weil, wenn da schon die 50er-Zone ist, dann hatte der eventuell auch überhöhte Geschwindigkeit. Und wenn der überhöhte Geschwindigkeit hatte, da war schon 50. Da war schon 50. Der hatte überhöhte Geschwindigkeit. Darauf können wir noch plädieren. Überhöhte Geschwindigkeit. Und ich habe die Vorfahrt missachtet, ja? Also rein rechtlich hätten wir dann beide Schuld. Was bedeuten würde, dass sich der Schaden teilt? Also dann müsste er 50% vom Schaden zahlen und ich auch. Dann würde ich nicht auf allem sitzen bleiben. Schauen wir mal. Hier Landhandel runtergefahren. Ja. Dann kam Volker aus der Ausfahrt vom Zentrallager gebritzt und dann ist er mir quasi mit dem, ich sag mal so mit der Blinkerseite, ist er mir hier hinten so zwischen die zwei Achsen, sag ich mal, oder hier in die hinterste Achse gefahren. Okay. Also da bräuchten wir erstmal ein Gutachten. Ja. Aber das habe ich auch dann nachher gesehen, dass die Straße ziemlich stark verschmutzt war. Also da muss schon jemand zu Gange gewesen sein. Ja, aber vor allen Dingen, die Spur ging aber auch zu dem Xerion von Herrn Baruna. Das hat man deutlich gesehen. Das ist Polizeiarbeit jetzt.
Ja, ist ja wohl klar, dass die Spur zu mir geht, wenn ich über den Scheißdreck gefahren bin. Heide, nei. Herr Krüger? Ja. Also reparieren. Also direkt auch mit reparieren und halt dann erstmal hier Kostenvoranschlag und Gutachten davon von den LKW machen. Mhm. Wird nur halt erstmal nicht bezahlt, weil das erstmal geklärt werden muss. Aber das, okay. Das wird aber umgehend bezahlt. Also der schwarze Tatra ist Ihnen privat, nichts Gemeinde. Das ist nicht Gemeinde. Gut. Also das pinke Auto und der LKW sind gehören nicht zu Baronas. Lachen Sie da hinten. Nix, nix. Ich muss wegen was ganz anderem lachen. Sie wissen ganz genau, weswegen. Das pinke Auto ist Gemeinde. Ja, genau, das ist Gemeinde. Das war eigentlich mal ursprünglich das Zollauto, ne? Haben Sie denn jetzt schon mal die schon den Kostenvoranschlag für den oder beziehungsweise die Geld für den für den Volker? Moment. Ja, das habe ich natürlich komplett vergessen, dass ich für den Elf. Ich kann nicht verstehen, bei drei Fahrzeugen auch noch Reparaturkosten zahlen muss. Ja, vor allem gerade. Ja, vor allem. Ja. Vor allem rein rechtlich gerade eben erst. Wissen Sie, was mit der Palettengabel ist? Nö, keine Ahnung. Wem die gehört? Ich glaube, das gehört den Stefan. Steht hier aber auch schon ein bisschen länger. Ja. Ist schon Staub drauf, ich ey. Muss ich mal in meinen Unterlagen schauen. Ich hab dabei Wartung. Ja? Diese Werkbank für Ihr Hund gedacht oder für wen ist das gedacht? Ja, das ist für Zwerge gedacht. Ah, achso. Allgemein die Werkstatteinrichtung. Oder ist das so eine Erhöhung, dass sie sich da draufstellen können? Genau so ungefähr. Arbeitet hier auch jemand was oder wird hier bloß Scheiße geschwätzt? Das müssen sie dem da hinten sagen. Ist die Werkstatt für ihren Hund. So, jetzt wird hier langsam mal gearbeitet. Ich brauche das Gutachten. Ja, und ich brauche meinen LKW und meinen Anhänger und. Das Gutachten ist im Moment wichtiger. Ja, dann mach doch mal hin, ey. Ich warte hier schon seit einer Woche. Einmal bitte das Auto abladen, ich schick's Ihnen zu das Gutachten. Ich brauche nicht nur dafür das Gutachten, ich brauche auch für den schwarzen Tatra das Gutachten. Ich brauche auch das für das Grün, für den grünen Tatra ein Gutachten und für den Anhänger. Schick ich zu, mach ich fertig. Ach, dazu bräuchte ich übrigens noch das Gutachten von dem Grünen auch noch. Weil die Sache immer noch nicht ganz geregelt ist. Also das heißt jetzt, ich kann den Anhänger nicht mitnehmen. Warum brauchen Sie den Anhänger dringend? Ja natürlich, ich muss Holz laden. Den kannst du auch ein bisschen schneller abladen, bei dem ist das egal. Ey, ich finde, da ist nicht so ultraschnell. Der ist eh ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja komm, wir schieben ein bisschen an. Ich schieb mal. Also das gemeine Fahrzeug machen Sie als letztes, bitte. Erstmal die anderen Fahrzeuge. Ja, und Herr Krüger? Ja, bitte. Also von den beiden Tatras brauche ich übrigens die Gutachten. Ja. Können Sie mir ja dann gerne zur Polizeidienststelle schicken. Mache ich. Ich glaube, der Anhänger ist gerade am... Heute soll es noch regnen, glaube ich, oder? Ja. Du hast Wolken angesagt, ne? Okay. Wölkt. Ja, es zieht schon zu. Oh. Was war bei dem Anhänger nochmal? Was der kostet. Also, da hat er ja einen Unfall. Also, war ein Unfall. Ach, Stängchen da verbogen. Die werden sowieso wieder verbiegen. Oder was meinen Sie?
Ja, kommt drauf an, wie man die kommt drauf an, wie man die Stämme lädt, ne? Sind, ist für Stämme, haben sie richtig erkannt. Weniger? Ich bringe gleich mal das Gutachten für den. Ja. So, liebe Leute. Also das geht mir halt ja alles ein bisschen zu langsam. Ja, es wird nichts von der Gemeinde her getan. Es passiert hier nichts. Ja, das ist mir alles viel zu langsam. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen Stress machen. Aber für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.